Freundliches Hallo von der Garderobe-Community. Hallo. Hallo. Moin. Heute sind wieder mit dabei der Basel am Mikrofon, der Sven am Schießstand und der Finz, der einfach nur vor sich hin murmelt. Und wir haben da oben Stress. Und ich habe keine Munition. Es fängt ja schon wieder gut an, die Folge. Das Munitionsproblem ist gleich gelöst. Ah, das war... Aber du hast ja da oben gut. Den MG Tom. Genau. Ja, wir waren gerade unten beim Kupo, weil Finst wollte mit uns darüber diskutieren, ob das Materialverschwendung ist oder sinnvoll ist. Ach, eine Tunde. Geben sie hauen, ja, ne? Aber sicher. Ja, sah mir so aus. Ich hab Munition gemacht. Große Geister klingen gleich. Ich habe mir 29 Magazine gegriffen. Das sollte erstmal wieder ein bisschen reichen. Sie können? Ihr geht prügeln ohne mich? Jo. Nehme ich nicht mit. Ich habe jetzt keine Kamera für. Ob sie es überleben? Keine Ahnung. Ich mach dann den Leichenflatterer. Ich habe einmal noch 20 Schuss mitgenommen. Oder Magazin. Ja, und ich darf nicht sterben, weil ich habe die vor allem den Fragmente noch drin. Legst du die in die Kiste? Ja, nachher, wenn wir in der sind. Ich kann mir nicht dazu. Wenn die Prügelmänner hier sofort wieder prügeln wollen. Leer. Oh, ja. Hehe, war schnell los. Gut. Ja, ist ja egal, wer. So hast du wenigstens auch mal eine sinnvolle Aufgabe. 14 Stück haben wir. Basel ist sinnlos. Ich such mal Gegner, ich geh sterben. Ja, bitte. Basel ist unser Muli. Jo. Ja. Ja, in den Bergen. Basel, ein wichtiges Militärtier. A. Es geht doch. Gibt's eigentlich irgendwie sowas wie Tore? Nee, ne? Doch. Er muss erforschen. In welche, soll ich es in diese Kiste legen oder wo? Ja. Stahlverarbeitung wären Tore dann. Yep. Aber im Moment stockt unser Kugelschaden so ein bisschen, ne? Jo, weil ja. Vielleicht schon nachgelegt werden müssen wahrscheinlich. Ja. Wir sollten das jetzt mal richtig aufziehen, wenigstens. Wo bist du, Sven? Dass wir hier unten die Forschung reinknallen? Moment, ich komme erstmal was. Wo jetzt? Hier? Hier unten rein, ja? Hier so acht Labore. Ja. Erstmal denk an den Strom. Ja, dann kümmere dich drum. Abbauen. Was? Ich kümmere mich um Strom? Ja, kümmere dich um Strom. Ich habe keine anderen Hobbys. 6 Stück kann ich machen, Finst. Ja, ich auch gleich. Eins bringe ich also, unter. Also, dann baue ich noch einen. Ja, dann machen wir 10, ne? Oder will ich 10 machen? 6, 1, also ich noch 3. Jo. So, wo wollt ihr's? Stell mal hin. Jo. War einfach stumpf nach unten, ne? So. Ah, auf Kreis, oder? Auf Kreis, genau. Also machen wir innen dann den Kreislauf mit lila und blau und außenrum mit rot und grün. Wie es jetzt gehört. Jo. Jetzt also brauchen wir erstmal Arme und... Da vorproduzieren hier. Passt da noch ein Labor neben? Ich denke. Ich glaube ja, ich glaube auch. Hervorragend. Ja, aber oben passt kein. Also einer muss weg. Was? Du kannst es doch innen immer neben die Greifer setzen. Ah ja, stimmt. Und halt außen auch, zur Not. Ah, jetzt noch eins unten und die anderen dann auf der anderen Seite. Ja. Ist auch gleich endlich soweit. Noch 50 Zahnräder. Und dann hast du was? Dann kommen die 6 Labore dran. Achso. Dann gleich die hier mal die Eisenplatten, dass es länger geht. Das ist nur für den Kreislauf inne. Ach so, und das sollte vom Strom her passen, oder?
Sollte hinkommen, so, hä? So, dann oben muss ich noch mich um Strom kümmern. So, schön. Immerhin hat der Strom überall 100 Grad. Ich hoffe nur, das Wasser nicht der Strom, aber ja. 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 Oh. Keiner mag Klugscheiß. Nur in der Community sind manche die schon toleriert. Nein, nicht toleriert. Hier werden sie gezüchtet. Gehypt vor allen Dingen. Eben. Wir warten ja immer noch auf das Community-T-Shirt. Was, du willst ein Community-T-Shirt? Ich bin ein nee, also meine T-Shirts reichen nicht mal für Finst. Also, nein, aber Gorgo hatte doch da mal was in Planung. Okay. Wo kann man machen? Beziehungsweise Saladok hatte doch so eins mal irgendwann geschenkt gekriegt oder so. Und Gorgo wollte doch da ein Community-Fan-T-Shirt draus machen. Okay. Ey, wo kommt das her? Oh, es wird ja schon wieder Fußball gespielt. Dann fordere ja, DFB-Pokal, wir spielen gerade. Mhm. Zwickau, Hamburg, Offenbach, Hannover und Paderborn, Sandhausen. Ja, Dortmund spielt heute Abend erst. Richtig. Gegen Trier, oh mein Gott. Yep. Dann darfst du nebenbei mal. Das ist mal der Kreislauf für inne, wo man ja, dann mit dem Dingsbein geht. Ja, das funktioniert doch so nicht. Ja, stimmt, ich habe den falsch gedreht. Entschuldigung. Dann darfst du jetzt mal deine Community-Kollegen dazu auffordern, in die Kommentare zu schreiben, dass wenn sie so ein T-Shirt wollen würden, dass ich weiß, ob es sich lohnt zu organisieren. So, und jetzt müssen wir die Roten hier noch bringen und dann der Rest. Ach, du willst die Roten nach Mitte? Ja, ist auch, ach so, bietet es ja, nee, ich habe das da oben nur provisorisch gemacht, also. Ja gut, dann machen wir die rote, dann machen wir hier die rote Produktion, auf der anderen Seite die grüne Produktion, dann läuft das ja in der Mitte. Jo. Viel Spaß bei der grünen, die ist am elendsten. Nee, warte mal, das tut nicht. Das wird kein Kreislauf da inne. Nee, das wird nichts so. Nee, das wird so nix. Denn, doch, warte, ich habe glaube ich eine Idee. Aber eine gute Neuigkeit habe ich, der Strom steht. Das ist schön. Nicht. Nee, von der anderen Seite rein und hier mit dem Splitter. Ja, was? Von der anderen Seite, was? Und 96 liegt vorne. Hey, wir haben keine Sportübertragungsrechte. Ja, wieso 96 liegt vorne? Das kann doch, also 96 liegt vor 95, oder? Ja, und außerdem übertragen wir ja nicht. Das ist ja sowieso sowas von veraltet, wenn das bei YouTube auftaucht, das Video. Ja, du kannst ja davon ausgehen, dass das jetzt ziemlich genau ein Tag und zwei Wochen geht. Nein, ein Tag und eine Woche, bis das rauskommt. Das reicht nicht. Mist. Verstehe ich nicht, warum, aber okay. Warum es dann rauskommt oder warum es nicht reicht? Nein, warum es dann rauskommt. Weil diese Woche zwei kommen. Also heute ist was heißt das? Heute ist Montag. Das heißt, morgen kommt eins, am Freitag kommt eins, dann nächste Woche kommt am Dienstag eins und nächste Woche am Freitag. Okay. Dann kommt's. Ja, bis dann sollten die Ergebnisse veröffentlicht worden sein. Ja. Denke ich auch. Wäre sonst sehr übel fürs deutsche Rundfunksystem. Ja, der nein. So, was macht ihr hier? Hast du einen Timer gestartet? Ja, ja. 10 Minuten. Hervorragend.
Hier fehlt Strom. Kugelschaden? Kugelschaden schadet nie. Bis zu den Lasertürmen geht's noch einen Moment drin. Jetzt haut's hin, Sven. Jo. Nicht schön, aber selten. So, dann machen wir mal einen Kontrollblick über alles. Ihr vorbereitet für noch mehr Stromproduzenten. Ansonsten haben die 1, 2, 3, 1 mal 4, 12 Dampfmaschinen betrieben. Oh, und hier komme ich nicht durch, super. Jetzt gehe ich halt außen rum. Dann haben wir die Kohle ausreichender Menge derzeit zur Verfügung. Es steht Mauern, wir haben schon Verteidigung. Die Eisenproduktion steht auch schon, ist eigentlich ausreichend, würde ich mal sagen, für den Moment. Ist genauso das Kupfer. Was Sven? Mit einem schönen. Ja. Jetzt noch. In welchem Abstand stellst du die Türme hin oder machst du das nach Gefühl? Das ist nach Gefühl. Sven, das da oben würde ich jetzt eigentlich wieder abreißen. Ja, ich sehe schon, dass du da größer bauen willst. Aber ich wollte eh 4 Fabriken für Zahnräder irgendwo hier nachdübeln und mir dann halt bloß meine abziehen. Ja, also die 4 sollen Zahnräder werden? Nee, die sollen rote Fläche mehr. Ah, okay, alles klar, gut. Okay. Und da müssen Kupferplatten hin und Zahnräder. Jo. Sonst findest du, verstehst jetzt diese Materialverschwendung hier unten? Welche Materialverschwendung? Mit dem gleichmäßig verteilen, damit auch der Druck da ist. Beim Kupfer. Ja. Gut. Wer hat angegriffen? Wo? Ja. Der hat sich schon erledigt. Gut. Wir sollen uns nach unten auch den nächsten Mal schützen. Mal schauen, wie viel haben wir. 4 Steinwand. Juhu. Wir haben 2 Produktionsstätten. Ja, aber trotzdem, dass hier so wenig ist. Kommt drauf an, wo du bist. Da, wo so wenig sind, unten. Okay. Ah, du hast die hier unten hier schon zugemacht, okay. Ja, ich habe das völlig nicht mitbekommen. Haben wir schon programmierbare Arme? Nein. Nein. Wir kommen erst mit späteren. Ah, und ich laufe hier genau mit in das Inselding. Wo ist denn die zweite da oben. Ach, die ist sogar schon elektrisch. Ich würde hier mal eine automatisierte Magazinfabrik hinstellen. Jo. Jo. Brauchst du nicht viel dazu? Nö. Was wolltest du jetzt hier? Zahnräder. Zahnräder und Kupferplatten. Und von oben dann die Kupferplatten aufs Band laufen lassen. Okay. Ist das nicht alles reichend, 4 rote Fläschchen? Du kannst ja hier unten noch weitermachen. Ja gut, reichen 6. Erstmal ja. Und später? Aber wisst ihr was? Was? Das später finden wir später heraus. Tschüss. Nee, jetzt muss Vince noch seinen Text aufsagen. Aber der hat doch nee, Vince schon... denkt jetzt gerade nach. Wie kriege ich da bloß Kupfer runter? Warte, mach ich. Also, während eben Vince nachdenkt, was ja eh ziemlich lang dauern wird,
Machen wir es mal so, dass ich euch sage, ihr denkt dran, wenn ihr euch bewerben wollt, um auch mal bei sowas dabei sein zu können, beziehungsweise aktiv in der Community dabei sein zu können, dann habt ihr von euch aus gesehen oben rechts ein i, da könnt ihr draufklicken, da findet ihr alle Infos, wie man sich bewerben tut. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen da lassen und wenn ihr nichts verpassen wollt und das noch nicht gemacht habt, lasst das Abo da. Ansonsten Tada. Sehen wir uns und das Kopf ist unten. Ansonsten sehen wir uns dann bei den nächsten Staffeln, Folgen, was auch kommen mag. Tschüss. Und auch da könnt ihr wieder sehen, wie schnell man Basel aus dem Konzept bringt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.